Yes, meine lieben Freunde, mein Name ist J6, All in the Mix. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Tja, jetzt aber. Wir kommen auf den Punkt direkt. Ich habe eine neue Information, daher Eilmeldung. Also nicht All, sondern Eilmeldung. Ich muss mir wirklich angewöhnen, mehr Zeit zu nehmen und richtig klar und deutlich zu sprechen, so wie ich auch die deutsche Sprache gelernt habe. Ja? Weil ich sie auch besser beherrsche wie manche andere Assis, die 40 Jahre leben und immer noch nicht reden können. So. Tja, ihr habt es gesehen, der Täter wurde offiziell oder wird offiziell, ich will nichts Falsches sagen, der wird offiziell verurteilt. Der Täter soll einmal lebenslänglich bekommen. Ja, und der Carsten Stahl freut sich wahrscheinlich einen Ast ab. Ja, ja, ich auch. Bei Mördern und Straftätern dieser Art. Da vergeht einem sogar das ADS. Ja. Ja, einmal lebenslänglich in Deutschland bedeutet 15 Jahre. So, jetzt kommt ihr ins Spiel. Meine Community. Ihr dürft natürlich kommentieren und sagen, was ihr davon denkt. Ist es zu wenig? Würde ich ihm mehr geben? Also ich persönlich würde so eine Art von Menschen nie wieder mehr rauslassen wollen. Ja, also für mich bedeutet lebenslänglich, dass wenn er einmal drin ist, dass er nie wieder rauskommt. Die Seele hätte sich vorher überlegen sollen, hey, was machst du? Dann wäre er lieber nicht neu reinkarniert. Dann hätte er sich die Inkarnation sparen können, wenn es so eine schlechte Seele ist. Gut, lässt sich nicht mehr. Jetzt suche ich so die Worte, Alter, die Datenbank, Alter, die spinnt wieder. Es lässt sich nicht mehr aufhalten, rückgängig machen. Und was soll ich dazu sagen, ne? Der hat einen jungen Mann auf dem Gewissen. Und dieser junge Mann, die Seele ist verloren. Tja, die Seele ist jetzt aus dem Körper. Der Körper ist leblos. Ist wahrscheinlich unter der Erde oder wird verbrannt, was auch immer mit dem jungen Mann geschehen ist. Filippo, ihr merkt das Thema sehr, sehr schwer. Ich fange an zu stottern. Es ist mir auch leid, und das ist natürlich alles scheiße. Ein junger Mann kommt auf die Welt und muss wieder gehen. Alter, hat gerade mal 19 Jahre. Was hat er denn gelebt? Wie alt war er denn? 17, 18, 19? Alter. Die Eltern so. Und dann denke ich mir so: Fuck, Bro, stell mal vor, das wäre dein Kind. So, what the fuck? Naja, vorstellen soll man sich das nicht, aber ich meine nur, man versetzt sich auch in die Lage der Eltern. Ja, das ist alles nicht so einfach. Und dann kommt vielleicht auch noch so ein anderes verbittertes Kind, was nach Deutschland zieht und baut hier Scheiße, weil die Eltern nicht aufpassen. Und warum passen die Eltern nicht auf? Weil die es nicht besser wissen? Weil die vielleicht aus den Bergen kommen? Weil die vielleicht das 1x1 nicht beherrschen? Was auch immer, Analphabeten sind. Aber wer ist daran schuld? An den Eltern ist die Politik schuld, so, weil sie die reingelassen hat, ne? Und vielleicht mal die Leute mal richtig auszumustern oder mal richtig zu checken. Vielleicht haben die einen Knall. Vielleicht mal Abkommen, keine Ahnung, sichern und. Keine Ahnung, in Nachbarsländer die Leute da, wo auch man weiß, die Länder sind miteinander identisch. Da ist zum Beispiel auch die Religion identisch. Und da sind etwas härtere Strafen. Und da würden die Jungs und Mädels keine Scheiße bauen, so einfach. Stellt euch vor, er wäre in der Türkei, würde er sowas dort niemals machen. Die würden ihn mit Haut und Haaren fressen. Das ist uns klar, ja, jedem. So, damit ich hier im Video nicht so viel Scheiß erzähle und das nicht sinnlos rüberkommt, bleiben wir jetzt einfach beim Punkt, dass der junge Mann tot ist, der das Opfer gestorben ist, der Filippo, tut mir natürlich leid und an die ganzen Angehörigen und Eltern und Co. Und dass er jetzt die 15 Jahre wahrscheinlich erhält. So. Diese Nüsse, Alter, im Maul, Alter, ne? Ich habe ganze Pistazien hier. Genau, das hat die Frage. Ja. Sollte man ihn nach den 15 Jahren wieder freilassen, nach guter Führung? Oder ich weiß ja nicht, wieso es funktioniert. Er hat ja einen Knall sozusagen, oder? Es bringt ja die Sicherung durch wahrscheinlich. Keine Ahnung, was mit den Leuten ist, die sowas begehen. So, nach 15 Jahren. Wenn der dritte Weltkrieg nicht ausbricht, kommt der junge Mann frei. Ja, verzeiht mir meine
wie nennt man das? Meine Art und Weise, so eine unterhaltsame Art und Weise. Ich bin so, ja, das ist mein Stil. So, er kommt raus. Ich meine, er sitzt ab und dann kommt er irgendwann raus. Sollte man ihn rauslassen? Für einen Mord? Wo ein Mensch, wo wir wirklich wissen, dass dieser Mensch nie wieder zurückkommt. Das würde ich ganz gerne mal lesen unter den Kommentaren. Eurerseits, ja? Also, es ist unglaublich. Zurzeit häufen sich auch die Fälle. Über 12.000 noch was im Jahr. Und Tendenz steigend. Ja? Die Politik, alles scheißegal. Hauptsache teure Autos. Chauffeure. Geile Barber. Ja, die ihre Haare schneiden, obwohl Herr Scholz, Olaf Scholz, eine Glatze hat. Ich weiß nicht, was er da schneiden tut. Oder diese eine komische Leute, diese Olle da von den Grünen. Was ist da los? Ne? Oder von der CDU war sie. Ja. Baerbock, bei wem war die nochmal? Ich blicke nicht durch, die sehen alle gleich aus. Und ja, Herr Scholz. Ja, 125.000 Euro im Jahr für Haar, für Frisuren. Alter. Ja, es ist einfach nur, wie soll ich das sagen? Wie so ein Tetris zur Zeit in Deutschland, was aber nicht abfällt. Ne? Kennt ihr Tetris noch an die 90er Jahre, Kids unter euch? Wie gesagt, ich bin selber 86er Jahrgang. Da haben wir damals mit so einem Gameboy so Tetris gespielt. Und wenn die dann dementsprechende Fächer auch gepasst haben mit den ganzen Balken und Haken gefallen sind, das ist Tetris. Ihr könnt ja mal Tetris googeln, was Tetris bedeutet. Dann gab es dementsprechend auch so einen Abfall. Zack. So eine Linie, die wirklich vorne zuging. Von rechts nach links oder von links nach rechts. Und dann gab es sozusagen wie so ein Draw. Und dann, ja, fiel der Boden unten ab. Oder weiter oben. Wie auch immer. Je nachdem, wie du es gestaltet hast oder wie du das positioniert hast, dein Tetris. So, aber das fühlt sich jetzt in Deutschland so an, als würde alles nur noch dazu kommen, die Bausteine dazu kommen, aber nichts fällt ab. Es wird immer voller. So, und da habe ich so den Eindruck, dass die Politiker jetzt so ein bisschen die Kontrolle verloren haben. Ein bisschen ist gut. Ja, ein bisschen. So wie das Wort nett. Nett ist die Schwester von Scheiße. Und ja, heftig, was hier los ist. Wir müssen schleunigst was tun. Die Politiker müssen schleunigst was tun. Ja, wir müssen denen auf den Sack gehen. Wir müssen denen Fanpost schreiben. Denke ich mal, jeden Monat einmal. Ja. An die ganzen Abgeordneten oder Politiker. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Post die erreicht. 100%. Ob sie sie lesen, ist natürlich erstmal dahingestellt. Ja, ein junger Mann verliert sein Leben. Derjenige, der es jetzt gemacht hat, der Täter kriegt 15 Jahre. Ist es jetzt berechtigt? Sollte er mehr kriegen? Ist es berechtigt? Sollte er weniger kriegen? Ist es zu hart? Manch Grüner jetzt im Parlament sagt, würde sagen, ja, gut, ist vielleicht ein bisschen hart, der ist noch jung. Ja, aber was ist denn mit dem anderen Typen dann? Ne, mit den anderen Jungen, der noch alles vor sich hatte. Unverantwortlich, das, was die Politiker hier machen. Unverantwortlich, absolut unverantwortlich. Da ist jemand, der hat einen Knall, ein Trauma. Sieht, dass die Gesetze hier lasch sind, der lebt eine Weile hier. Kommt wahrscheinlich seit 2015 hierher. Als er ankam, war er 5, 6 Jahre alt wahrscheinlich. Keine Ahnung. Wird hier sozusagen so langsam erwachsen, wächst hier sozusagen auf und baut Scheiße. Aber dann nicht irgendwie, keine Ahnung, Lehrer ärgern, Leute schlagen, sondern er schlägt jemanden zu Tode. Weil er wahrscheinlich denkt, passiert nichts, der wird schon nicht sterben. Keine Ahnung, ich hau noch mal ein paar Mal mehr rauf. Deutschen ist egal, ich sage es ja zweimal. Oder war ein Jugendarrest, kam wieder nach 6 Monaten oder 4 Monaten oder 2 Monaten raus. Scheiß drauf, ich hatte einen Fernseher, war kurz vor meinen Eltern weg. War Hotel. So. Ja, und dann kommt natürlich das. Ein Schock.
Direkt nach dem Polizisten hat das nicht mal einen Monat gedauert. Und dann kommt sowas. Also ich fasse es nicht, Alter. Gucken die Leute keine Nachrichten? Ist den Leuten heute alles scheißegal? Und nochmals. Klar, er ist der Mörder, aber die Politik ist auch mit Schuld. Die sind auch Mittäter. Meine Meinung, meine Einstellung. Ja. Also ich komme gerade vor, ich bin seit 93 in Deutschland. Ich komme gerade vor wie in einem Wunder gerade. Wie nennt man das? Wie so ein Traum ist das, aus dem man nicht aufwachen kann. So, man denkt sich, bitte lass es ein Traum sein. Du wachst morgen auf und es ist wieder 1993. Wir haben die D-Mark, alles ist super. Die Leute sind super freundlich jedem gegenüber. Bisschen Rassismus in Ostberlin ist nicht schlimm, darf sich halt nicht da rumtreiben. Aber mehr auch war nicht. Ich habe damals als Kind eher gedacht, dass die Zukunft, die Future, richtig geil sein wird. Autos werden fliegen. U-Bahn wird fliegen. Keine Ahnung, technologischen Fortschritt hatten wir ja. Mit iPhone, alles drum und dran, klar. Handys und alles, Internet. Aber irgendwo haben wir als Gesellschaft auch übelst versagt. Die Gesellschaft ist auf der Strecke geblieben. Wir haben vieles dazu gelernt. Wir haben viele neue Sachen, die uns das Leben erleichtern. Aber wir als Menschen, also im menschlichen Sinne, haben komplett verkackt. Komplett. Und denkt ihr, die Politiker denken an euch? Die denken nur an ihre virtuellen Zahlen. Jeder denkt an seinen Profit. Und das spiegelt die Gesellschaft heute wieder. Einfach fluchtrauriges Konzert. Das ist heute Deutschland. Nicht mehr und nicht weniger. So, ich kann mein eigenes Gesülze nicht mehr hören. Ich bin eigentlich von Natur aus ein sehr positiver Mensch. Aber das, was in Deutschland abgeht, mir fehlen die Worte. Ich höre mich an wie ein AfD-Abgeordneter. Das ist nicht mehr normal. Kategorien, Klassifizierungen, überall Klassentrennung, Rassentrennung, Spaltung, Stress, Mord und Totschlag. Was ist das denn für eine Zukunft? Ja, viel Spaß beim Kinderkriegen. Ich würde sagen, das war's auch schon mit dem Video. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Einmal bitte in die Kommentare. Es passiert zu viel, Bro. Es passiert zu viel. Umbruch war das Wort dieses Jahres für mich auch. Hat sich auch die ganze Zeit in der Birne. Umbruch, Umbruch. Aber dass es so einen Umbruch hat, hätte ich nie erwartet. Das ist schon kein Umbruch, das ist Massaker, Alter. Die Welt ist komplett down, down. Ihr könnt jetzt eine positive Sache tun, wenn es euch gefallen hat. Ich mache meine Talks sehr, sehr gerne, weil die aus dem Herzen kommen. Weil ich so einen Hals kriege. Das kotzt einen richtig an. Zack, wurde J6-Kanal ein politischer Kanal. Ja gut, es passiert auch eine Menge Scheiße. Versteht ihr nicht? Es gibt keinen Unterhalt, es gibt keine Unterhaltung mehr. Es gibt nichts mehr zum Lachen. Es gibt einfach in unserem Land hier nichts mehr zum Lachen. Die Lage ist ernst. Ich habe gar keinen Grund mehr zu lachen und irgendwelche dummen Videos zu machen auf YouTube. Herzlich willkommen in der Zukunft. Ich wünsche jedem eine gute Zeit. Besser gesagt, das, was da noch da ist. Was auch immer geschieht, bleibt trotzdem stark, bleibt positiv. Kein Wunder, dass die meisten Leute Scheibe kriegen. Spielt Scheibe bei denen. Dachschaden bekommen. Immer mehr Leute in Deutschland bekommen einen Dachschaden. Du siehst Leute, die mit sich selbst reden in der U-Bahn. Du siehst, wie immer mehr Leute obdachlos werden. Alles verlieren. Du siehst, wie alte Menschen Pfandflaschen sammeln. Du siehst, wie Kinder sich gegenseitig abstechen, sich gegenseitig schlagen. Du siehst, wie Rapper Scheiße vermitteln.
Heftig. Ich bin in der Zukunft. Liebe Grüße aus Berlin. Mein Name ist J6. Peace and Love and Unity.